Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch einen Trick mit einem Föhn, der einen runden Durchmesser hat, da wo die Luft rauskommt, und natürlich brauchen wir auch einen Tischtennisball. Dafür schalten wir einfach den Föhn an und schmeißen den Tischtennisball drauf. Bam! Zieht euch das mal rein, die austretende Luft lässt den Ball fliegen. Ich kann den Föhn sogar nach links und rechts drehen, ohne dass der Ball runterfällt. Ja, okay, das war etwas zu weit nach links gedreht, aber es sieht trotzdem mega geil aus. Probieren wir es nochmal. Richtig geil, und als Beweis, dass da kein Faden im Spiel ist, kann ich sogar meine Hand schnell unter dem und über dem Ball hindurchschieben. Richtig nice, ihr könnt das ja mal gerne zu Hause ausprobieren und mir berichten, ob es bei euch funktioniert hat. Das macht auf jeden Fall mega süchtig und wer weiß, vielleicht kriegt ihr ja sogar ein paar Tricks hin. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Trick, denn dafür brauchen wir einen Faden, eine Nadel und natürlich einen Tischtennisball. Als erstes schieben wir den Faden durch die Nadel, was nicht so einfach ist. Geht doch! Anschließend machen wir noch einen guten Knoten rein, damit der Faden nicht wieder rausfällt. Dann stechen wir die Nadel durch den Tischtennisball und wieder raus. Seid aber vorsichtig und verletzt euch selbst nicht. Und wenn ihr auch so ein Problem habt, die Nadel richtig zu greifen, könnt ihr wie ich auch eine Kombizange zur Hilfe nehmen. Geht doch! Jetzt können wir den Faden abschneiden und mehrere Knoten reinmachen, damit der Faden nicht mehr durch das gleiche Loch passt. Ich habe jetzt ca. 8 Knoten gemacht, was ungefähr so aussieht. Alles klar, genug vorbereitet, kommen wir jetzt zum Trick. Einfach nur zum Waschbecken gehen, das Wasser aufdrehen und den Ball reinhalten. Bam! Auch hier wird der Ball vom Wasser angezogen. Ich kann den Ball in irgendeine Richtung bewegen, der Ball bleibt trotzdem am Wasserstrahl und fällt nicht raus. Außer ich bewege ihn zu weit weg, dann natürlich schon. Aber trotzdem mega geil und so einfach nachzumachen. Kennt ihr auch irgendwelche Tricks mit einem Tischtennisball? Dann schreibt's mir unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr es natürlich gerne liken, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.